Herzlich willkommen zum Live-Let's Play von Rhyme, der mit einem Fail begann, weil mein Mikro aus war und ich deshalb hier schon alles aktiviert hatte und jetzt einfach wieder nach oben gehe hier. Ihr seht schon, die Lichter waren schon zum Teil an. Hier habe ich schon alles angeschrieben. Wow, was ist jetzt passiert? Das ist was ist denn hier? Hier habe ich alles angeschrien. Habe ich schon alles gemacht. Oh Mann. Ja, jetzt gehen wir hier hoch. Ihr seht schon hier, da unten, das war der Einstiegspunkt hier in uns. Hier unten sehen wir diesen Vortex. Jetzt haben wir die zweite Ebene quasi abgeschlossen und wir gehen da in die dritte Ebene. Dann gibt es anscheinend noch eine vierte und eine fünfte Ebene. Interessant. Und wie es aussieht, habe ich dann von der zweiten Münze nur ein oder zwei Teile gefunden. Das gucken wir gerade mal nach. Nee, die Extras. Embleme. Hier haben wir anscheinend, das erste Emblem haben wir vollständig, das zweite Emblem haben wir anscheinend zwei Teile übersehen. Die muss ich dann nochmal mir raussuchen, wenn ich den ersten Teil fertig habe. Werde ich es wahrscheinlich einfach nochmal spielen und dann detaillierter suchen, aber jetzt möchte ich gerne in die nächste Ebene rein. Hier schauen wir rein und sehen, dass uns anscheinend passend zu den Fackeln hier, die ja so grünlich schimmern, uns eine grüne Welt erwartet. Wie man hier sehen kann. Eieiei, also das sieht nach einer Baumwelt aus, eine richtig schöne Baumwelt. Frage ist, ob uns da wieder irgendeine Gefahr lauert, nachdem ja beim ersten Mal hier der böse Vogel kam. Lauert jetzt wieder eine Gefahr auf uns? Ich höre schon irgendwas rufen. Oh ja, das wird wieder böse hier. Oder sind das... Was ruft denn da? Eine was... Oh, und schon sind wir drin. In der nächsten mysteriösen Welt. Wir sind wieder auf diesem Schiff, auf der Zwischenwelt. Wo uns vorher dieser Sandsturm ereilt hat. Da sind wir zurück. Und jetzt setzt Regen ein. Oh, wir sind tatsächlich auf dem Meer. Stürmische See. Und nein, nicht ins Wasser fallen. Nein. Um Gottes Willen. Halt dich fest, Junge. Halt dich fest. Oh, unser Freund ist wieder da. Unser Freund mit dem roten Cape. Von dem wir immer noch nicht wissen, wer er ist oder was er ist. Wir haben einen Hinweis, dass wir das sind, irgendwie. So habe ich das Gefühl. Aber ob es wirklich so ist, weiß man nicht. Das weiß man noch nicht so recht. Oder ob es so die Reinkarnation unserer Eltern ist. Müssen wir nochmal schauen. Ob wir da was rausfinden. Der sieht nicht freundlich aus. Ja, das stimmt. Da hast du recht, Marcel. Aber, ja, wir werden es rausfinden, wer er ist. Von daher, jetzt sind wir hier erstmal in der nächsten Welt. Zurück in der nächsten Welt. Über uns, ja, der Himmel anscheinend. Und hier führen vier Wege weg. Oder mehr sogar. Hier ist nochmal eine Vase, die wir anschreien können. Und die wir zerstören können. Warum nicht? Alle in unterschiedlichen Farben, seht ihr das richtig? Nee. Gefäße im Sand. Errungenschaft. Interessant. Hier geht's irgendwie rein, aber irgendwie auch nicht. Vor allem sehe ich hier überhaupt nichts. Ich glaube, ich sollte in die Richtung gehen, die er mir vorschlägt, oder? Heißt direkt geradeaus. Hier rüber sehe ich schon. Ich glaube, das war die Richtung, in die ich am Anfang gehen, die er mir gezeigt hat. Hier durch den Bogen durch. Geradeaus. Aber wie man sieht schon, das geht hier überall hin. Das ist wie ein großes Labyrinth.
Aber wir sind ja theoretisch wieder in der Nähe des Turms. Erinnert mich leicht an Dovahkiin, Skyrim. Kann ich leider nichts zu sagen, da ich Skyrim nie gespielt habe. Sollte ich vielleicht mal machen, will ich aber irgendwie auch gar nicht, weil dann habe ich noch mehr Spiele. Dann habe ich nur noch mehr Spiele, die mich wieder fesseln und mitnehmen und oh Gott, nein. Das kann ich nicht noch machen, nicht noch so ein Monster-Riesen-RPG mit über 1000 Stunden Spielzeit. Nein. Lieber nicht. Mit sowas fange ich lieber nicht mit an. Ja, echt. Nie gespielt. Das ist einfach. Ja, wie gesagt, ich möchte das. Ich weiß nicht, ob ich es anfangen will oder nicht, weil wenn es Spaß macht, sitze ich da 1000 Stunden dran und komme dann zu nichts anderem mehr. Und das habe ich einmal mit WoW gehabt, dass ich da massiv zu viel gespielt habe. Das war nicht gut. Oh. 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 Aha. Jetzt sind wir einmal im Kreis gelaufen. Interessant. Das war aber irgendwie ein kürzerer Weg als gedacht. Da drin ist so dunkel. Ich gehe mal hier hoch. Ich weiß nicht, ob das was bringt, hier zu rufen. Ja, herzlich willkommen zur 1000. Folge, 10.000. Folge Skyrim. Ja, genau so. Ob ich das will, weiß ich so recht nicht. Ich glaube, das wäre keine so gute Idee. Ja, wo bin ich denn hier? Muss ich irgendwie dem grünen Licht folgen? Ist das hier richtig? Auf der einen Seite grün, auf der anderen Seite rot. Da oben kann ich nicht reinrufen. Gehen wir mal hier rein. Schauen mal. Aber ich glaube, auch hier werden wir im Kreis laufen. Dann kommen wir hier raus. Hä? Also, das ist jetzt interessant. Hab Skyrim 3 Jahre gespielt mit 4 Chars, 6,5 Monate Spielzeit. Ja, so ungefähr. Ich weiß gar nicht, wie viel Spielzeit ich auf WoW habe. Auf jeden Fall viel zu viel. So, dann leucht, fangen wir. Oh. Kannst du da hochgehen? Danke. Also, wie gesagt, das ist was, das möchte ich eigentlich nicht provozieren. Was haben wir hier? Unser Foxy ist aber auch nicht da, um uns zu helfen. Ich habe jetzt gerade die Vermutung, vielleicht hilft es ja hier alle Fackeln zu erleuchten. Macht das Sinn? Oh, das wollte ich nicht. Ich wollte zur Fackel. Ja, wie geht's denn hier dann jetzt weiter? In dieser Welt hier. Komme ich irgendwie nach oben weiter? Ich probiere es jetzt noch mal hier. Aber so, Stand jetzt ist das hier ein riesengroßes Labyrinth ohne echtes Ziel. So, jetzt gehen wir mal hier lang. Ja, WoW habe ich, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre gespielt. Also ewig, wirklich ewig habe ich WoW gespielt. So. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ich habe das Licht noch nicht entzündet. Dann werden wir das jetzt nochmal entzünden. Aber für WoW brauchst du eigentlich nicht so einen starken PC. Das ist eigentlich, sollte eigentlich kein Problem sein. Würde ich jetzt so sagen. So. Hier das letzte Licht. Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht.
Okay. Wir können mal hier reingehen. Hier sind wir noch nicht gewesen. Wird aber, glaube ich, auch nichts bringen. Ah, hier geht es aber jetzt in die Richtung weiter. Nur auch hier werden wir dann gleich sehen. Oh, das ist neu. Das hier ist neu. Wo sind wir denn hier? Deiner gibt den Geist auch, sobald du ans Installieren von Wiggles denkst. Okay. Oh, wer singt denn hier? Hallo? Wer singt denn hier? Da singt doch jemand, oder? Was? Hä? Okay, das ist jetzt aber wirklich eine strange Welt. Aha. Interessant. Ich finde es interessant, wie diese Welt funktioniert. Ich habe es noch nicht ganz verstanden, glaube ich, aber... Es ist wirklich... Interessant. Irgendwie muss man immer den richtigen Weg finden. Und dann geht es irgendwie weiter. Hier zum Beispiel fließt kein Wasser. Das dürfte so nicht richtig sein. Oh, oh, das war der richtige Weg hier. Das war der richtige Weg hier. Okay. Ich hoffe, dass ich jetzt nichts übersehen habe. Ah, Luft. Jetzt schwimmen wir mal hier rüber. Wow, was glitzert denn da? Glitzernde Kristalle. Hm? Du hörst nichts, hörst keinen Gesang? Okay. Ich glaube, ich habe den nur leise gehört. Nach oben. Wo bin ich denn jetzt? Wieder in einem neuen Tempel. Bisher kein großer böser Vogel oder andere böse Dinge zu sehen. Nur ein weiterer Teich, in dem wir tauchen können. Mit hier wieder einer Luftblase für uns. Sehr schön. Die brauchen wir auch dringend. Ja, und da müssen wir in die Richtung. Das ist so eine Art Wasser und... Wow, was für eine Welt hier. Krass. Ich will jetzt mal hier reinschwimmen. Ich hoffe, dass ich bald Luft finde. Um Gottes Willen, ey. Ah, Luft, sehr gut. Ich werde mich hier hoffnungslos verschwimmen. Schrägstrich laufen. Bin ich jetzt falsch geschwommen? Wasserdschungel, ja, absolut. Aber wirklich Wasserdschungel. Wow. Schön gemacht hier, muss ich ehrlich sagen. Okay, hier muss ich irgendwie hoch. Schwimmen, kleiner Mann, schwimmen. Schwimmen um dein Leben. Das ging jetzt fix. Oh, hallo. Dich habe ich doch gesucht. Und damit steht eindeutig fest, wir haben zwei Teile verpasst von der ersten Münze. Schade. Von der zweiten Münze haben wir zwei Teile verpasst. Den ersten und den letzten anscheinend. Also ich muss mir da mal raus und nochmal aus den Folgen raussuchen, wo es denn war, damit ich weiter suchen kann. So, jetzt schwimmen wir wieder runter. Schwimmen zurück. Es war jetzt ein sehr weiter Weg, um an die Münze ranzukommen. Vom Griechischen hat es aber auch ein bisschen, ja, absolut. Also griechische Tempel, wirklich schön. Ich bin mal in einem, ich habe mal einen Taucher-Schnupperkurs gemacht.
Und da sind wir auch in so einer Art Welt getaucht. Das ist so ein Indoor-Tauchen bei Ibbenbüren in Norddeutschland. Das war auch wunderschön dort. Da will ich auch nochmal wieder hin. Das ist Atlantis Wasserpark. Oh, Atlantis ist echt eine gute Idee. Atlantis ist wirklich das. Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Oh ja, das hier könnte auf Atlantis anspielen. Wirklich. Gute Idee. So. Hier nehmen wir einfach alle Luftblasen mit, die wir kriegen können. Ah, die haben wir jetzt verpasst. Nein, wir werden sterben. Hoffentlich nicht. So. Und hier nochmal. Dann geht's nach oben. Jetzt bin ich schon wieder in dem Fieber, dass ich wirklich alles mitnehmen will. Jetzt habe ich wieder diese Sammleritis. Alles mitnehmen zu wollen. Okay, hier geht's weiter. Hier oben. Kann ich da irgendwo hin? Nein, ich glaube nicht. So. Ist das hier schön. So. Oh, wo in Ägypten seid ihr denn da? Ich bin jetzt letzten Sommer in Ägypten gewesen. Und ich mache dieses Jahr Urlaub in Kanada. Da freue ich mich riesig drauf. Da freue ich mich wirklich drauf. Aha. Ach, da sind wieder unsere Freunde, die Geister. Hallo? Ihr lasst mich nicht durch, oder? Nein, ihr lasst mich nicht durch. Hurghada! Ja, wo denn sonst? Direkt am Wasser. Oh ja, schön. Hurghada, ich bin in Makadi Bay gewesen. Das ist quasi auf der anderen Seite. So. Auf der anderen Seite der Bucht. So, und jetzt müssen wir wahrscheinlich das Ding hier drehen, um die bösen Viecher zu verscheuchen, dass der lang darf. Ja, das Licht verscheucht sie. Und dann können wir hier runter. Schauen wir mal kurz, ob es hier irgendwas anderes zu finden gibt. Hier kann man drunter lang, aber ich glaube, das. Ah, auch nicht wirklich. Oh, jetzt hänge ich fest. Geil. So. Oh, ist das schön hier. Makadi Bay, da warst du direkt neben unserem Hotel, könnte man sagen. Aber du bist jetzt nicht in Makadi Bay, also. Oh. Oh. Was tust du da? Nein! Der. Ach du Scheiße. Das Ding saugt uns hier aus. Also, der hat uns die Farbe wie so ein Dementor. Ach du Scheiße, die Dementoren sind los. Sollte ich mich von den Dingern fernhalten hier. Nicht, dass die mir hier dementormäßig die Seele aussaugen. Das wollen wir ja nicht. Ach, da, oh, da vorne sind. Ah! Das muss ich mir dann nochmal anschauen. Das machen wir aber in der nächsten Folge beim Live-Let's Play von Rhyme. Es hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich noch mehr freuen, wenn ihr diesen Part bewertet und einen Kommentar da lasst und in der nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dahin. Ciao!